Stunde kämpfen sie mit der Lage des Rumpfes. Dann ist er zentimetergenau über dem schmalen Tieflader ausgerichtet. Nass bis auf die Haut können jetzt die Transportspezialisten die empfindliche Ladung absenken, sichern und verspannen. 18 Uhr. Unter den stürmischen Vorboten einer neuen Schlechtwetterfront legt die Brüder Troh 2 ab. Kapitän Jan Mangus will es heute noch bis Dordrecht schaffen. Sechs Tage dauert der Transport rheinaufwärts bis Speyer. Das Radar meldet Hochbetrieb auf dem Fluss. Kapitän Ben Kick fährt mit einem vorgespannten Schleppschiff. In den waldgebauten Behelfsstraße. Jetzt entscheidet der gefühlvolle Umgang mit dem 600 PS starken Allradantrieb seines Actros. Die Gefahr, dass die 90 Tonnen Last dabei kippt, ist hier am größten. Sam braucht nur 4 Korrekturzüge, dann hat er auch das geschafft. Fast mit Stammgas kriecht der Transporter in Richtung Speyer. Nach 2 Kilometern erreicht die Buran die Stadtgrenze von Speyer. Frieda Sam drosselt den Motor weiter nach unten. Das Gedränge auf der Straße wird immer größer. Vor der Feuerwache dann das letzte Hindernis, eine enge 90-Grad-Kurve. Mit viel Fingerspitzengefühl zieht Sam seinen Schwerlastzug durch die Gasse tausender begeisterter Zuschauer. Auf den letzten Metern droht jetzt nur noch die Fahrt über eine Böschung hinab auf das Museumsgelände. Frieda Sam muss jetzt aufpassen, dass der Tieflader nicht den Gesetzen der Schwerkraft folgend über die Achsen bergab schiebt. Wieder einmal geschafft. Kurz vor 17 Uhr rollt die Buran auf das Museum zu. Nach 39 schweren Transporttagen sind sie endlich am Ziel. Für den Zusammenbau der Buran hat die Museumscrew 5 Arbeitstage veranschlagt. Ihre Strategie ist, zuerst die Fahrwerke anbauen und dann die Flügel darüber heben. Das spart Zeit.
das war ein kurzes Video. Über die Verladung, den Transport der Buran. Wir hatten dann im April, Mai 2008 nur ein Problem. Die Halle war noch nicht fertig. Wir hatten Spatenstich am 31. Juli 2007 und die Halle war immer noch im Endausbau. Und deswegen mussten wir die Buran außerhalb parken. Und am 21. bis 24. Juli, was Sie im letzten Teil des Videos gesehen haben, wurde dann die Buran hier in die Halle gestellt und aufgebaut, so wie sie jetzt auch steht. So, wie Sie auf dem Bild sehen, sieht es ja alles noch ein bisschen sehr kahl aus. Dann habe ich 2 Jahre daran gearbeitet, vom DLR, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, das Space Lab hier zu bekommen. Und hier, Sie haben vorhin das Begrüßungsvideo von dem Herrn Professor Wörner gesehen. Er war damals Vorstandsvorsitzender des DLR. Und der Herr Wörner, den Satz werde ich nie vergessen, ich hatte mich total vorbereitet, wollte ihm eine Riesenpräsentation machen. Der Direktor vom DLR hat dem Herrn Wörner alles erzählt. Der Herr Reiter war damals auch dabei. Und nach 5 Minuten sagte Herr Wörner, Herr Daum, Sie kriegen das Space Lab von mir. Ich stand da mit so einer Präsentation und musste nichts machen. So, dann, wie gesagt, haben wir hier verladen. Hier auch mit dem LKW von der Firma Kübler, die auch die Buran schon transportiert haben. Und weil wir nicht unter Autobahnbrücken durch konnten, mussten wir aufs Schiff. Also auch dieser Transport waren auch immense Kosten. Aber die Firma Kübler, der Heinz Rösler, ist auch im Förderverein vom Museum. Und da ging das natürlich alles etwas einfacher und etwas günstiger. Hier kommt das Space Lab im Museum an, mit einem schönen Hintergrund, mit unserer Boeing 747. So sah dann die Halle aus vor der Buran. Man sieht hier die Nase der Buran und hier sind die runden Plattformen, die hier hinter Ihnen sind. Und dann begann der Aufbau vom 15. September bis 2. Oktober. Wie schon vorhin erwähnt, habe ich in 3,5 Jahren 130 Infotafeln vorbereitet und 300 Exponate. Hier ist jetzt die andere Seite, hier hinter dem Space Lab. Hier im Aufbau mit den Spacesuits links schon das Columbus-Modul und oben das ISS-Modell, was hier über Ihnen hängt, in 1:10. Hier die Apollo-Plattform, kurz vor der Fertigstellung. Und hier hatten wir dann am 2. Oktober 2008 die Eröffnung der Ausstellung und die Buran. Darf ich mal das dazwischen fragen? Ich meine, Sie haben mich vorhin auch gefragt, wie ich dazu kam. Das Interesse an der Raumfahrt. Ich glaube, die Frage an Sie zu stellen, ist viel berechtigter. Wie hat eigentlich Ihre, ich glaube, man kann es ruhig Liebesgeschichte nennen, mit der Raumfahrt begonnen? Und wie wurden Sie zu einem der führenden Raumfahrtexperten Deutschlands? Wie vorhin schon kurz erwähnt, in den 60er Jahren habe ich die Gemini-Missionen erlebt und gerade Apollo hat mich total fasziniert. Aber man geht doch nicht einfach so als unbescholtener, vorher unbedarfter Journalist zur Gemini-Mission. Ich war ja bei Gemini 8 Jahre alt, 7 bis 8 Jahre alt. Und bei Apollo 11 war ich 11 Jahre alt. So alt bin ich noch nicht, Herr Lang. Also, das beruhigt mich. Ich bin noch etwas jünger. Das beruhigt mich. Da werden Sie noch sehr lange hier sein. Also ich habe Apollo erlebt, habe einen Werner von Braun einen Brief geschrieben, habe eine Antwort bekommen. Und deshalb sitze ich heute hier. Ohne diese Antwort würde es meinen Teil der Ausstellung nicht geben. Und dann habe ich als Erwachsener, weil ich was Produktives tun wollte, habe ich angefangen als Raumfahrtjournalist neben meinem Job. Deswegen auch, wie vorhin erwähnt, diese 55 Missionen, die Idee einer Ausstellung. Habe meine ersten Astronauten interviewt. Ulf Merbold war mein erster Astronaut im November 1994 nach seiner Euromir-Mission. Und ich erkläre es Leuten immer so, wenn die mich fragen, ich saß vor ihm und mein Magen, der ging so. Heute kann ich ganz cool mit ihm reden, aber damals, 1994, also ich war nervös. Meine Körpertemperatur war über 40, ja, weil ich bloß keine falschen Fragen stellen wollte. Und dann ging das Schritt für Schritt weiter und vor 14 Jahren habe ich meinen Job quittiert und habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht und das einfach nur. Aber wann haben Sie zuerst mal den Kontakt mit Zinsheim und Speyer gehabt?
wie schon immer erwähnt, wie ich meinen Job gekündigt habe, habe ich versucht, diese Ausstellung 6 Wochen 200 Quadratmeter im Rhein-Main-Gebiet umzusetzen. Entweder hatten sie kein Interesse, die Locations, oder sie wollten Geld, also eine Miete. Ich wollte kein Geld verdienen, wollte auch keins mitbringen. Ich war 2 Wochen vor meinem Job weg, dann habe ich gedacht, da gibt es doch in Zinsheim dieses Museum. Kontakte, da haben sie gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, was Sie für eine Idee haben. Und das Museum war gerade an der Buran und dann komme ich mit meinem Netzwerk, mit meinem Know-how, mit Exponaten und das ist daraus entstanden, was jetzt hier steht. Tolle Geschichte. So. Und dass dieses Baby jetzt hier ist, welches ich in Bahrain noch unter einem großen Haufen von Autoreifen vergraben sah, das ist also schon eine schöne, wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ja, wie gesagt, 2. Oktober 2008 Eröffnung. Der Museumspräsident Hermann Leier hat dann diese Ausstellung eröffnet. Unser Botschafter, der Herr Lang, hat dann auch etwas über die Geschichte der Buran erzählt, so wie er das heute schon gemacht hat. Und mit Charlie Duke, Apollo 16, Pilot der Mondfähre, der 10. Mensch von 12 auf dem Mond, mit dem bin ich seit Mitte der 90er Jahre sehr eng befreundet. Und er hat sogar einen Urlaub mit seiner Frau gestrichen, um zur Eröffnung zu kommen. Und dann hatten wir noch Thomas Reiter als deutschen ESA-Astronauten und den Testpiloten der Buran, der Igor Volk, der dieses Gerät hier geflogen ist. So, und irgendwann nach der Eröffnung muss es ja weitergehen. Und wie der Herr Leier vorhin schon gesagt hat, haben wir dann in 2010 die Soyuz-Kapsel von Ulf Merbold, Soyuz TM-19, da ist er mit Talgat Musabayev und Yuri Malenchenko gelandet, im November 1994. Und nächstes Jahr versuchen wir auch hier im November ein Jubiläums, 25. Jubiläum seiner Mission hier zu feiern und ein Jahr später das Jubiläum von Thomas Reiter von seiner Euromir 95 Mission. Also da werden auch, wenn alles klappt, wieder einige Kosmonauten dabei sein und die beiden deutschen ESA-Astronauten. Hier sehen wir Ulf Merbold, wie die Kapsel angeliefert wurde und auf der linken Seite Igor Volk, wie gesagt, der Testpilot der Buran. 2011